Es kommt ja aber auch vor, dass man jemanden trifft, den man sofort wieder vergisst. Schwarz-Gelb zum Beispiel hat eine Koalitionsvereinbarung getroffen, 2009. Das ist gemein, ne? Die Opposition möchte die Regierung verdrängen und sogar im Verdrängen ist diese Regierung besser. Zum Beispiel den hier. Ah, erinnern Sie auch nicht mehr dran, ne? Das Kabinett Merkel II, Deutschlands erfolgreichste Castingshow oder eben zwei Regierungen zum Preis von einer. Franz Josef Jung als Arbeitsminister weg, scheiterte an der Kundus-Affäre, ihm folgte Ursula von der Leyen. Dann war es Wirtschaftsminister Rainer Brüderle zum FDP-Fraktionschef weggelobt, Vizekanzler Westerwelle von Rösler entkanzlert, Doktor weg, Job weg, Karl Theodor zu Gutenberg weg. Und dann ihm folgte Thomas de Maizière, Umweltminister Norbert Röttgen, jo weg, Bundesbildungsministerin Annette Schavan, auch da. Hey, das ist Röttgen. Ja, Schavan ist die daneben. Richtig, da war auch die Doktorarbeit gepusht. Tschüssi. Ja, die statt eines T-Shirts, Kabinett Merkel, ich habe überlebt, tragen die verbliebenen Persönlichkeiten jetzt natürlich schwer an folgender Last. Wir brauchen in Deutschland ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem. Sein ehrgeiziges Ziel. Mit den ermäßigten Sätzen, ob man da noch etwas mehr Ordnung reinkriegt. Sie können mich auch an den Worten messen. Bis Ende Oktober müssen, das erwarte ich, die positiven Entscheidungen zur Zuschussrente getroffen sein. Und die Wortmessis, das sind doch wir. Ein bisschen Ordnung in die Sätze bringen, Frau Merkel, gerne. Aber da gilt für uns, gerade bei einer christlichen Bundesregierung, das achte Gebot. Du sollst kein Falschzeugnis reden, sondern jetzt hier aber mal richtig. Also das Zeugnis für das Kabinett Merkel II, das erste Fach, Steuerreform, wichtigstes Projekt, fand leider nicht statt, außer für Hoteliers ungenügend. Kopfpauschale, Reform der Krankenversicherung, versprochen, gebrochen, viele sagen zum Glück, deshalb nur ein mangelhaft. Leistungskurs, Laufzeit verlängern, Schwarz-Gelb wollte wieder rein in den Atomstrom, dann Fukushima und wieder raus, großes Primborium, Thema verfehlt. Mangelhaft. Zuschussrente versprochen im Koalitionsvertrag 2009 und vermutlich auch in den nächsten 10, wenn Ursula von der Leyen das noch erleben darf. Glatte 6. Jo. Schon mit diesen 4 Projekten kann die Regierung sitzen bleiben. Ja, ich auch. Und ne, sitzen bleiben will sie ja auch schön im Kabinett. Es gab aber auch noch 2 Punkte, wo sie in der Koalitionsvereinbarung ausdrücklich vereinbart hatten. Daran halten wir fest. Nämlich an der Praxisgebühr und an der Wehrpflicht. Die wurden aber dann beide einfach mal abgeschafft. Wehrpflicht ausgemustert, Praxisgebühr ist jetzt Theorie. Warum, kann dieser junge Nachrücker erklären. Es ist wieder mehr Zeit zwischen Arzt und Patient füreinander statt für Bürokratie. Dann könnt ihr da mal drüber reden. Trost ist ja oft für solche desaströsen Zeugnisse, wenn die Eltern dann mit dem Finger da an den unentschuldigt gefehlten Stunden vorbei sagen, haha, da gibt's doch noch was, B-Note für den künstlerischen Eindruck. In dem Fall erfolgreiche Teilnahme an der Theater-AG. Das sieht ja gut aus, ne? Ja, tschüss. Die Theater-AG wurde gestaltet von diesem jungen Mann. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... können wir nochmal? Ja, klar können wir nochmal, aber ohne dich. Fazit, der Koalitionsvertrag wurde im Kern nicht umgesetzt von Leuten, die längst nicht mehr da sind. Das Ergebnis der Regierung Merkel II, allein durchwurschteln. Oder wie das auf Plakatdeutsch heißt, gemeinsam erfolgreich.